Was? Was? Hey, bleiben Sie stehen! Sofort stehen bleiben! So, willkommen zu einer weiteren Folge und wir machen weiter mit Biotech Level 1, der vierten und letzten Mission. Your first night on the job working at the Biotech as a security officer, what could go wrong? Also, wir sind anscheinend angestellt bei Biotech und anscheinend auch frisch, denn es ist dort unser erster Tag bei diesem Job. Und ja, was soll da nur schief gehen, ne? Also, was soll da schief gehen? Nix. Ist halt ein normaler Arbeitstag, ne? Bei Biotech. Fertig. So, und wie gesagt, hier hat er noch mehrere Level. Zack, zack, zack. 7 Level. Und da würde ich sagen, da stürzen uns zwei jetzt mal. Oh. Rein, oder? Let's go, Freundes. Let's go. Night Shift. Oh. Contagion Austin. Die Musik höre ich immer. Moin! Moin! Oh. Moin! Moin! Ah. Bill Miller, ah. Hello? Yo. Hey, it's Bill. Just saw you pull in. Good timing, too. Moin! What happened Moin. Now? As usual, we're short-handed, and that means we're all going to have to cover each other's asses. Barney just called out sick. You know, I don't think I've ever met Barney. At this rate, I don't think you ever will. I'll get you up to speed on today's tasks after my patrol. Go ahead and get up to the security office and check out your gear and get familiar with your equipment. I've got a feeling that tonight is going to be one of those nights. Hopefully it'll be a quiet one. I'll be up there ASAP. Also, don't forget to scan your ID card with your PDA, or else you won't be able to get through any of the locked doors. Talk to you when you get upstairs. Alles klar. Wir sind Security, Alter. Oh, stimmt, wir hätten ja auch ablegen können. Wir hätten gar nicht ranhalten müssen. So können wir es scannen. Haben wir gemacht. Okay. Können wir es aufheben? Warum liegen denn hier Blätter? Okay, egal. So, unser erster Tag. Ja. Nice. Ich will es selber ranhängen. So. Okay, im Kofferraum ist nichts mehr. Alles klar. Das wollen wir nur noch mit dem Handy machen. Jo, hier, Achtung. So einfach geht's. Minion. Oh, ja, genau. So. So, wir sind also Security. Und das hier ist unser erster Tag. Let's go to the beach. Yes, man. So, first night on the job. This job has its ups and downs. Also der Job hat Höhen und Tiefen? Ja, ja klar, aber jeder Job, hör mal. Ne? Kannst eigentlich alles auf eins abstempeln hier. So, dann gucken wir mal, welche Etage nehmen wir denn jetzt hier? Hat mir keiner gesagt, welche Etage? Wir drücken einfach wie in Real Life. Einfach alle Knöpfe. Im Fahrstuhl. Ist ganz normal. Einfach alle. Biotech Level 2. Willkommen zu Biotech. Biotech, yeah. So, oh, hallo. Die Musik, Alter. Die macht mich ganz kirre. Oh, da ist, hier fährt jemand mit dem Auto vor. Auf dem Weg zur Arbeit, Nachtschicht oder auf dem Weg nach Hause. Und da gegenüber sieht man auch gleich die City, Alter. Wir sind in der Nähe von der City, Alter. Nice. Checking in. Okay, kleinen Moment. Erstmal muss ich... Ganz dick auf Toilette, Alter. Ganz dringend. Ja, genau. Schön, sperrt die Toiletten zu. Perfekt. So, egal, denn zur Frauentoilette. Ja, ja, gut, alles klar. Hm? Schön. Macht erstmal alle Türen zu. Sauber.
So, also wir sind hier anscheinend in einer großen Eingangshalle. Hier in der Rezeption, komischerweise, ist niemand. Was ich schon sehr komisch finde. Aber okay, ist ja halt Nachtschicht, ne? So, können wir hier irgendwas abscannen? Nee, können wir nicht. So. Können wir... Ja, genau. Scheiße. So, ja, können wir damit abscannen. Super. Kommen wir damit durch. Da haben wir anscheinend die Befugnis für. Und hier haben wir Linien. Hinten hier da auch blau. Da müssen wir anscheinend rein. Okay, verschiedene Linien. Was sind das? Schlagstecken? Ach nee, okay, ja, das ist eine Tür, glaube ich. Ja, das ist eine Tür. Sah aus wie ein Schlagstock. So, die Linien. Ah, Level 1. Labs. Employee Lounge. Executive Officers. Okay, das bedeuten die Linien. Alles klar. Also auch für Dummies, damit die sich nicht verlaufen irgendwie. Damit sie immer Bescheid wissen, wo sie langlaufen müssen. Ja, was? Schön, Mitarbeiter, chillen schön im Raum. Ja, moin. Hallo? Leute, ihr schließt ab, euer fucking Ernst? Ihr schließt hier ab? Ihr zieht euch einfach nur zurück, macht euch hier ein schönes Leben, ne? Guckt doch auch noch hier Tierdokus oder sowas, ne? Nice. Faulen Hunde, ey. Ganz ehrlich. Schließen die sich hier ein? Das sage ich dem Chef. Ich melde es. Ganz ehrlich, die schließen sich hier ein und machen ihre Arbeit nicht. Gucken lieber hier oder Actionfilm oder so, wie das hier aussieht. Unfassbar. Unfassbar. Keine Worte. Für. So, dann gehen wir mal zu unserer Tür hier. Müssen wir auch extra einen Code eingeben oder mit dem Scanner halt. Ja, nice. Schön, dass mein Handy immer runterfällt. Perfekt. So. Warum liegt jetzt hier schon ein Stuhl? Get me out of your locker. Locker. New guy. Okay, Sachen aus dem Spind und unser Handy klingelt natürlich. So, was denn los hier? Bill, you there? I've reached the security office, but no one's home. Ted's supposed to be in there monitoring the security displays, but I suspect maybe Taco Tuesday has claimed another victim. Tell you what, get your stuff out of the locker and go check the restroom by the lobby. If he's not there, try the cafeteria. I should be done soon, and I'll be back in the office by the time you find him. Roger that. On my way. Roger, sir. I'm on my way. Okay. Hat sich gerimt. So, hier haben wir Spindel. Anscheinend auch noch von unseren Kollegen Barney, Bob, Freeman, Lucas, New Guy. Oh, und wir können die noch öffnen. Bill. Wir können einfach von unserer... Was? Okay. Ja. Wir kramen einfach mal im Spind unseres Kollegen rum. Ist ganz normal. Oh, Medizin. Perfekt. Nehmen wir gleich mit. Das ist das Erste, wenn man den ersten Tag anfängt bei seinem Job. Ganz normal, die Spinne erstmal des Kollegen oder der Kollegen durchsuchen und erstmal Sachen mitnehmen. Das ist ganz normal. Ganz natürlich. Darum machen wir das auch. So. Der hat ein Pferd bei. New Guy, denke ich mal, sind wir. Der andere eben, dann nehmen wir noch Ted. Der hat gar nichts. Toll. Wir müssen noch mehr Beute machen. Freeman. Oh, er bricht alles bei. Oh, Alter. Freeman. Oh, das ist ja, als wenn der Chef zu uns kommt und sagt, wir haben morgen frei, dann jubeln wir. Yeah, morgen Freeman. Ich weiß, der war schlecht. Tut mir leid. Eine Münze habe ich hier. Oh, Münze. Oh, gleich mitnehmen. Egal, was. Auch wenn es nur ein Cent wäre oder so. Was hat der denn da? Ein Mülleimer? Barney, was hast du bei? Zeig mal. Oh, oh, den Helm würde ich sofort mitnehmen, Alter. Sofort aufsetzen. Aber nee, sind ja unsere Kollegen. Wir klauen ja nichts, ne? Wir klauen ja nichts. So, jetzt gehen wir mal an unseren ran.
Da, das sieht schon viel besser aus. Das sieht schon viel besser aus. Ich freue mich. Eine Pistole. Und Munition. Und da unten ist... Hä? Was ist denn da unten? Medikament erstmal. Ist auch immer sehr wichtig. Nehmen wir gleich mit. Aber was mich interessiert, ist das dann hier unten. Oh, aua! Ah, ne, sieht aus wie eine Taschenlampe. Aber sieht auch aus wie ein Knüppel, Alter. Das ist so, glaube ich, alles in einem. Taschenlampe, Knüppel. Kann man damit zuhauen? Ja, okay, es macht auch Geräusche dabei. Also ich glaube, du kannst damit zuhauen. Ja, genau, ja. Du kannst damit zuhauen und auch ist gleichzeitig eine Taschenlampe. Geil. Alter, das feiere ich. Geil. Jetzt ist nur die Frage, wo ich dich jetzt hier unterbringe. Hier am Körper vielleicht am besten, dass wir es immer bei haben. Ja, genau. Dass wir auf falsche Taste kommen. So, hier. Ja, beruhig dich. Hä, nee, das passt hier nicht rein. Geht nicht. Muss doch irgendwie unterbringen können. Ja, hier passt's. Aber warte mal, Taschenlampe haben wir ja immer an der Schulter gehabt, sonst. Vielleicht geht es da. Yo! Nice! Geil, jetzt haben wir das Teil sogar hier links an der Schulter dran die ganze Zeit. Teste ich mal kurz, wenn. Licht an. Ja, Licht an. Licht an! Okay, so. Oh, oh nice! Und das Kopf führt noch mit! Wo wir hingucken, geht es mit? Alter, geil. Oh, da fühle ich mich jetzt richtig wie so ein... Wirklich richtig wie ein Security, Alter. Richtiger Security. Aha. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das Entwickler sind. Wenn ich Entwickler wäre, würde ich auch mein Bild da reinmachen. Geil. 2018. Und vor allem der Typ. Guckt am geilsten. So, was haben wir denn hier noch auf dem Tisch hier? Aber noch irgendwas Brauchbares für uns. Auf jeden Fall sehe ich hier einen Kaffee. Der ist aber komischerweise noch voll. Das ist unnatürlich. Und ein Donut, auch unnatürlich. Das wäre schon alles weg. So, Funkgerät. Können wir Funkgerät mitnehmen? Nein, können wir nicht. Okay, 47. Kameras. Alles klar, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Pistole mit. Natürlich als Vorsichtsmaßnahme und dann laden wir die, glaube ich, auch mal gleich durch, dass, falls irgendwas ist, sind wir immer bereit, sie zu ziehen und abzudrücken. Ja, wenn meine Hand mal dahin... Ja. Yeah, baby. Geil, also jetzt, Leute, genau jetzt ist der Punkt erreicht, da fühle ich mich als Security, Alter. Jetzt fühle ich mich als Security. Hammer. Geiles Gefühl, Alter. Richtig geil. Und das ist auch genau mein Geschmack jetzt. Das ist jetzt schon genau mein Geschmack im Gegensatz zu der Mission davor. Wo wir ein kleines Kind spielen und uns nicht wehren können. Dann können wir durchziehen, Alter. Und die Waffe und können abdrücken, Alter. Das ist schon mehr mein Ding jetzt. Das ist schon genau... Ich bin schon gespannt, was uns noch erwartet. Aber ich habe schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl. Mit dieser Taschenlampe, Knüppeltaschenlampe und... mit einer Pistole. Es fühlt sich endlich wieder gut an hier. Zack, kommt her, ihr Penner! Ja, fühlt sich sehr gut an. So, Tür immer noch zu. Hier haben wir auch. Ist auch zu. Exit. Nee, ist auch zu. Hier die ganzen Wege. Oh, Cafeteria, da war ich noch gar nicht. Auch zu. Alle zu. Okay, jetzt können wir mal probieren. Komm mal hier. Nein. Scannen bringt auch nichts. Hm. Okay, der Feuerlöscher blinkt dauernd. Also, ich kann mir vorstellen, dass man den abschießen kann. So. Alles klar, Missionsziel ist in Sicht, aber man will ja manchmal trotzdem ein bisschen durchgucken.
oder irgendwas ist. Oder zu finden ist. Hier haben wir schon wieder hier unsere Arbeitslosen hier. Die einfach keine Arbeit machen. Die haben eine Arbeit, aber die machen die nicht. Faulen Schweine. Verdammt nochmal, ey. Müssen wir wieder alles alleine machen. Oh, warte mal. Wir machen mal die Tür zu. Muss ja hier alles abgesichert sein. Ja, da darf keiner einfach rein. Hier machen wir Tasten, obwohl es nicht geht. Eine Sicherung rein. Ah, search the lobby bathroom. Wir müssen Ted finden und, ja, das Bad durchsuchen. Hier immer noch keiner. Okay, Badezimmer, alles klar. So, Badezimmer ist jetzt dran. Warum sind wir aber dahin? Habe ich jetzt wahrscheinlich irgendwie verpasst. Der hat am Telefon bestimmt gesagt, dass der irgendwie im Bad sei, vielleicht. Jetzt können wir hier rein, oder wie? Oh, na super. Okay. Warum war denn vorher zu? Das ist zu komisch. Ich finde das zu komisch, dass jetzt auf einmal offen ist. Oh, Alter, wenn ich schon sehe, hier die Lampe, ne? Links an unserer Schulter. Das ist einfach Hammer. No, Ted. But it smells like someone just had a smoke. Gotta check the cafeteria. Okay. Zur Cafeteria. Hier hat anscheinend nämlich jemand hier gerade eben erst geraucht. Also muss hier jemand gewesen sein. Mülleimer oder Aschenbecher, besser gesagt, war es. Eine Münze. Immer mit ihr den scheiß Münzen. Ich weiß, dass wir damit ja Dosen rauskriegen aus Automaten. Aber ich weiß nicht, was diese Dosen bringen sollen. Also, falls ihr eine Idee habt, könnt ihr es mal sagen. Vielleicht können die Dosen einen dann auch wie Medizin so ein bisschen aufpushen oder so. Oder heilen. Ich habe keine Ahnung. Aber erstmal gehen wir hier pinkeln, Alter. Oh, ja. Erstmal hier. Schon abschütteln, ne? Immer zweimal. Okay. Keine Spuren zu sehen. Ein Glück. Von Ted. Ich würde gerne die Tür zumachen. Dann denkt jemand, nämlich jemand, es ist besetzt. Mann, ich bin auch ein Teufel, Alter. So. Aber natürlich gehen wir auch mal in die Damentoilette. Ist ja klar. Oh, da ist sogar die Tür zu. Ich habe Angst, dass da ein Zombie rauskommt. Ist da irgendjemand? Da ist nichts. Da sind keine Füße zu sehen. Aber... Oh, Alter! Get the shit out of me! Woo! Was? Was? Was war das denn? Heilige Scheiße, ich tue es erschrocken. Was war das denn? Wie geil. Da hat 100 Pro ein Entwickler oder so einfach mal aus Joke das eingebaut. Sagt ihr noch irgendwas? Nein. Was ist mit ihm los, Alter? Hier mit der Münze. Vielleicht kann man mit der Münze aufmachen. Kennt er doch auch, oder? Kann man doch machen eigentlich. Mach mal die Tür auf, steht der Entwickler da. Hallo. Nice. Das fand ich aber nice, dass sie sowas eingebaut haben. Das ist Joke. Vor allem so laut. Das war so scheiße laut. Ich hab mich todeserschrocken. Alter. Alter Schwede. Todeserschrocken. Oh, muss ja mal klarkommen hier immer. So. Mach mal wieder zu. Komm, zu, hab ich gesagt. Cafeteria. Cafeteria. Wo ist sie da hinten anscheinend? Müssen wir denn da nochmal in den Fahrstuhl? Extra? Hä? Wo muss ich denn jetzt lang? Doch hier. Ach so, warte mal. Ich glaube auch vor allem. Wir gucken nur mal, ob hier die Luft rein ist. Ja, alles gut.
Wir waren doch in der Cafeteria vorhin. Da war denn abgeschlossen. Da kamen wir nicht rein. Und hier sind einfach auch alle Türen nochmal zu. Ich laufe jetzt auch nicht noch weiter ab. Sorry, aber ich will immer überprüfen nochmal. Vielleicht ist ja am Ende doch auch wieder irgendwo was offen. Man kann ja auch mal Secrets entdecken. Okay, Exit meint er nicht. Ach nee, die Tür, die zu war. Ich dachte, mit Cafeteria war das andere gemeint. Wo es so eine Glastüren hatte. Oh, jetzt kamen wir hier rein. Okay, ja, das ist ziemlich riesig. So, da haben wir schon mal eine Leiter. Oh, das spiegelt so schön. Oi, oi, oi. Und so hoch, Alter. Ja, aber ich würde auf jeden Fall erstmal, bevor wir hier irgendwie rumlaufen, noch weiter. Erstmal hier hoch. Finde ich auch voll, wirklich sehr gut gemacht, ey. Wie man so einzeln extra selber die Leiter so hochklettern muss. Und jetzt hier nochmal hier abstützen. Oh, gut. So. Hä? Hier liegt eine Pistole. Warum liegt hier eine Pistole rum? Hier oben drauf. Hä? Okay, also gut für uns. Da haben wir jetzt noch eine Pistole, aber irgendwie ist es merkwürdig. Ei. So. Da sind wir. Ich finde schon mal komisch, dass hier auch so ein bisschen die Leiter ist umgekippt. Also jetzt wäre hier irgendwas schon gewesen. Aber gut, kann ja auch einfach so passiert sein. Ich glaube, ich mache mir da zu viele Gedanken. Oh, Munitionable Eimer. Okay. Es war komisch, aber na gut. Ich nehme es an. Okay, hier ist leider gar nichts los. Ted ist hier auch nicht. Oh, da draußen, guck mal, wir sind so ein bisschen weiter in der Landschaft so draußen. So ein hohes Gebäude. Alter, guck mal, und so ein hohes Gebäude. Alter. Mitten hier draußen. Außer da ganz hinten, da sieht man die City, Alter. Die Stadt. Mit den großen Türmen. Also sind wir trotzdem nicht weit weg von der Zivilisation. Okay, also wir sollen hier alles untersuchen. Haben wir ja eben. Ja. Hier ist wieder was? Schon wieder eine Pistole? Oder habe ich die fallen lassen, aus Versehen? Kann natürlich sein, dass ich die fallen gelassen habe. Habe ich nicht gemerkt. Farbe. Einfach Farbe umgekippt. Wie kann man nur so rumschlampen hier? Okay. Ah, guck mal an. Missionsziel zeigt da oben. Da waren wir schon. Da waren wir gleich am Anfang. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Heia! Heia! Und hua! So. Ja, jetzt sind wir hier. Ah, okay, die Karte scannen. Wieder mit der Handy. Ich check. Was? Lockdown. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Bill? Bill, was ist hier los? Bill, are you there? Come in ASAP. What the hell is happening? Ted, I swear to God, tell me you didn't accidentally trip containment protocols. It's not me. There's something wrong with everyone in the labs. I heard a local alarm ringing in there. Figured someone left the door open as usual. I headed over here to shut it down, but the people in there were going apeshit. I was jumped by a fucking scientist. I shot him, but it didn't even faze him. What? Why did? What did you do? Stay the
obviously wrong here. They're... Oh, scheiße. Ted? Ted! Shit! Buddy, are you still with me? Yeah, real funny, guys. Want me to go fetch a long wait, too? How about a couple of skyhooks? The lockdown has me stuck in the elevator, so if this is a prank, Ted, you're fired. I can't go anywhere until someone can reset the system. You're gonna have to take point on this. I'll be able to walk you through the protocol. Are you ready? Ready as I'll ever be. That's what I want to hear. I can unlock the cafeteria doors with my PDA, but you're going to have to make your way to the labs to reset the alarm. It'll be locked down, so we'll need to find you an access card. Head to the executive offices. Ping me when you get there. I'll have you check around. Maybe we'll get lucky. Alles klar. Also Bill hängt im Fahrstuhl fest. Der kann nicht machen und ja. Wir müssen ihm halt helfen. Den Alarm deaktivieren. Habe ich so verstanden. Und dann helfen wir damit auch Bill, dass er da wieder rauskommt aus dem Fahrstuhl. Alter, was ist hier los, Alter? Alles zugesperrt. Alles verschlossen. Lockdown, hör mal. Biotech. Im Lockdown. Und dieser Ted, der wurde irgendwie angefallen. Von irgendwas. Aber was ist hier los? Verdammt. Was ist hier los? Ich muss mich schützen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Der Alarm. Ich muss erstmal nach... Was? Was? Hey, bleiben Sie stehen! Sofort stehen bleiben! Oh Gott. Was habe ich getan? Was? Was ist das? Was? Ich habe ihn in den Kopf geschossen! Der dürfte nicht mehr aufstehen! Der dürfte nicht mehr aufstehen! Das kann nicht wahr sein. Ich träume. Um Gottes Willen, was ist hier los? Was ist hier los? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Scheiße. Nichts geht. Mann, Wechsel. Ich will die Waffe in mein... Ja. Lichterhand. Heilige Scheiße. Nein! Ma'am! Wow! Alter! Oh! Ich muss sie retten! Oh nein! 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 Eigentlich habe ich noch eine Pistole. Ja. Was geht hier ab? Die kamen hier aus diesem Konferenzsaal oder sowas. Sie sind hier langgelaufen. Aber hier ist nichts. Wo ist denn die Frau? Und drei sind ihr gefolgt. Heilige Scheiße, was ist hier bloß los?